gern, oder? Mhm. Das ist befriedigend, oder? Ja. Wir haben hier mal wieder was stehen. Und das ist auch gar nicht so leicht. Den Namen, der hier drauf steht, lese ich mal noch nicht vor. Ich glaube, ich hatte gerade den die Adresse mit im Video. Und das muss dann geblurrt werden, wer auch immer das schneidet. Ich weiß gar nicht, was da drauf ist. Ich bleibe mal gezielt auf deinem Gesicht. Wie macht man das auf, Robin? Mit dem, du hast so ein Messer. Ach, hier steht sogar. Sorry, hier steht hier öffnen. Zettel in zuerst anfangen zu lesen. Mhm. Jemand, der Item Guide kennt. So. Da weiß man zumindest schon, dass es garantiert ein Item gibt. Das klingt doch sowieso, das ist doch bestimmt so ein Paket, wo Mats dabei sein muss. Das werden wir gleich herausfinden. Ui, ich sehe direkt einen Mats-Schriftzug. Okay, aber wenn es eigene Pakete sind, dann passt das ja. Kannst du ein bisschen zurück? Passt. Hallo Tom, Robin und hoffentlich auch Mats, da für ihn auch etwas dabei ist. Das holen wir danach. Wir haben hier übrigens noch, das hier ist auch noch für Mats. Ja. Dieses ominöse kleine Paketchen, das haben wir beim letzten Mal vergessen. Verzeihung dafür. Ich hatte nun auch endlich mal Lust, euch etwas zu schicken und habe deswegen dieses leicht kuriose Paket zusammengestellt. Bevor es ans Anpacken bzw. Auspacken geht, wollte ich nochmal vorab sagen, wie toll ich Type 2-3 Hooked, die Superkreuzburg und natürlich auch die Ratsherren finde. Auch wenn ich weder im Forum noch in Kommentarbereichen oder dem Twitch-Chat sonderlich aktiv bin, so verfolge ich eure Projekte nun schon seit einigen Jahren und habe immer sehr viel Spaß an eurem Content. Da fällt mir ein, dass Robin schon lange kein Assassin's Creed 2 mehr gestreamt hat. Oh wow! Holy shit, das ist drei Jahre her. Ich hab doch mal eine ganze Zeit lang auf meinem privaten Account öfter gestreamt. Da habe ich mal mehrere Stunden, Tage Assassin's Creed 2 gestreamt. Oh krass. Ein echter Robin-Fan. Ja, also wenn er das denn ist, den ich meine, das ist auch er, der meine Fanzeit gegründet hat. Echt? Ja, Facebook. Das ist lustig. Spaß beiseite und kommen wir zu den einzelnen Päckchen. Die Reihenfolge, in der ihr sie öffnet, ist egal. Manche sind zwar nummeriert, aber lediglich, um sie zu unterscheiden. Am besten, ihr lest die Beschreibung immer erst, nachdem ihr das entsprechende Päckchen geöffnet habt. Okay, und dann stehen hier einige Sachen. Achso, hier sind die Nummern drauf und die Beschreibungen dazu. So. Weil da ist ein Name noch dabei. Das hat dort nämlich noch keinen. Genau, machen wir das mal zuerst. MFG, der Bachmann. Ja, der war auch mal bei uns. Der war auch mal fast vergessen. War auch mal bei uns bei Giga zu Besuch. Echt? Ja. Ist aber schon ein bisschen her. Ist auch leider niemanden. Wenn ich dich gerade nicht verwechsel, wenn ja, es tut mir leid. Achso. Okay, also hier ist schon mal was für Mats. Da können wir jetzt alle raten, was da drin ist. Es fühlt sich an wie. Ein Vogel. Ein echter Vogel. Nee, ich kann es nicht erfüllen. Das hier ist. Hier steht kein Name drauf. Dann mache ich es einfach auf. Jetzt müssen wir doch ein bisschen zurückgehen, damit wir dich komplett im Bild haben mit den Geschenken. Jawohl. Genau. Soll ich es einfach aufmachen? Ja, also ist es für dich oder was? Nee, hier steht kein Name drauf. Achso. Deswegen. Sollte da nicht eine Nummer drauf stehen? Nee, hier steht auch keine Nummer drauf. Okay. Hier steht ein QWERTY-Ding. Das ist für dich. Ich glaube, das ist nur Repackage. Wenn ich raten müsste. Ein Poster. Oh, für uns beide. Dann fangen wir mit dem anderen. Da ist noch eins drin. Was ist das denn? Das ist Mononoke. Ja. Prinzessin Mononoke. Voll cool. Jetzt drehen wir es zur Kamera. Ja, da oben sind die Geister. Da ist der Gott. Der aber eigentlich ein bisschen einen anderen Kopf hat, oder? Ah, nee, das sieht man nicht, weil er sich von der Kamera wegdreht. Ja, cool. Das ist weird. Ja. Das ist ja toll. Das ist ziemlich nice. Vorsichtig hin. Oh mein Gott, ist das cool! Da möchte ich mich drin einwickeln. Ja. Holy crap, ist das cool. Das ist ich ja. Ich weiß, was du gerade. God damn it! Aber sag es noch nicht. Ja. Oh, Mist! Ich weiß, was Robin gerade gedacht hat. Ich habe gesehen, welches Zahnrad in seinem Kopf sich gerade umgelegt hat. Das erfahrt ihr in einem Monat vielleicht oder so. Man, das ist ein Tag zu spät. Das ist auch mega cool. Kanto aus das Pokémon. Region. Ach, super. Gut, weil du hier falls du mal näher ran willst.
Ich kann aber nicht mehr sagen, wo was ist. Den Garados oder sowas da rumschuhen. Naja, kennt man das alles? Doch, da mit dem. Also ich hier ganz halt nicht mehr, ist zu lange, ja. Nice. Ach, sogar die legendären Vögel hier in den Rändern. Ja. Mega cool, dankeschön. Da finden wir auf jeden Fall, also für zwei dieser Poster finden wir auf jeden Fall noch Verwendung. Gar nicht mehr auf dem Poster. Wie ein Clowns-Auto. Das war's. Ja, und dann noch 2 Euro, habe ich mir gedacht. Oh, ist das cool! Das sind super gute Poster. Es sieht ein bisschen aus, als ob aus einem seiner Augen bluten würde, weil ein Auge ist halt weißer Mond und das andere ist ein roter. Aber super, ey, vielen Dank. Das ist wirklich super, super nice. Das ist eine sehr schöne Auswahl. Das ist ein bisschen, ich dachte, die wären jetzt alle Ghibli, aber... Da waren sie ja auch wieder rein. Pokémon dazwischen. Ja. Aber beschwert mich nicht. So, hier steht jetzt einfach nur Nummer 1 drauf. Aber da steht jetzt kein... Nee, es gibt keinen Namen. Also ja, dann? Mach ich den einfach so auf. Wir haben hier... Oh, Spiele. Way of the Samurai haben Teil wir noch gar nicht. 3. Ich weiß es nicht. Hatten wir nur 4? Wir haben den 4er auf jeden Fall. Ich glaube, 3 hatten wir nicht. Dann haben wir jetzt alle. Dann haben wir jetzt alle. Dankeschön. Das ist richtig schön. Oh, was ist das denn? Hier sind Yu-Gi-Oh-Karten drin. Oh, hat wohl der Herr Wachmann noch ein bisschen was vergessen. Hier ist der blauäugige Wachmann. Oh. Ich spiele den weißen Drachen mit eiskaltem Blick. Warum heißt der blauäugige weißer Drache? Das war die Karte anders, heißt das ja mal. Okay. Hier ist ja auch der dunkle Magier. Okay. In der Serie heißt er der schwarze Magier. Das sind jetzt nicht die seltensten aller Karten. Und der rot, rotäugiger blauer Drache. Das ist das von Joey. Das sind die 3 großen Karten. Eigentlich. Die habe ich auch alle selbst. Ja, ja, das sind die 3 großen. Die jeder haben musste, wenn er Fan des Anime war. Ja. Ist halt vielleicht ist es aber auch Absicht, weil also das könnte ja kann sein. Yu-Gi-Oh! Ja, recht oft. Sind so ein bisschen Shigi Glumanda und Bisasam der Yu-Gi-Oh! Welt. Ja, so ein bisschen. Na gut, und da war noch drin Ip Man. Oh, der erste. Da hast du doch mal gesagt. Ja, den habe ich tatsächlich schon zu Hause. Den muss ich mir. Ist ein grandioser Film. Würde ich gerne mit dir zusammen gucken, ehrlich gesagt. Können wir gerne. Weil der hat. The Raid und The Raid 2 sind ja die Filme mit den besten Kampfszenen, aber Ip Man 1 ist da knapp dahinter. Ich kenne nur eine Szene aus Ip Man. Die beste. Und zwar die du in ein Video bei Giga eingebaut hast. Ja. Und zwar in. Wie hieß das? Nein, in die Verlosung, wo man uns Sachen einschicken sollte. Ja, wie hieß das? Community-Ecke. Ja, richtig. Das Notenbuch. Ein Buch der Community. Mein Gott, das ist ein bisschen wie Weihnachten. Ich mag aber, wie die verpackt sind. Mhm. Sehr was? Zweckmäßig. Weißt du, was für Nummer ist das? Ist das für einen speziell? Das ist 2. Achso, siehst du, können wir die 1 lesen. Ja, genau. Ich war mir nicht mehr sicher, ob ihr das Spiel inzwischen habt oder nicht, aber ich brauche es eh nicht mehr, also war es mir ein bisschen egal. Ip Man habe ich für den Fall dazu gepackt, dass ihr den noch nicht gesehen habt. Für mich einer der am besten choreografierten Actionfilme aller Zeiten. PS, falls ihr noch nicht in die Hülle von Way of the Samurai 3 geguckt habt, tut dies, was ich dort reingepackt habe, hat keinerlei Bedeutung, ich habe es einfach so reingepackt. Okay, sehr gut. Das ist sehr toll. Ja, das hatte keine Nummer, ne? Nee. Aber wie viel Aufwand ist es, alles zusammenzupacken und dann so, das denke ich mir immer bei so großen Paketen. Ja, wirklich. Ist echt viel Aufwand. Da war auch kein Name bei, ne? Jewel Cases. Ne, ist nur die Nummer. Nummer 2. Oh, oh Gott. Mohun das total. War übrig. Ich kann die Erklärung jetzt schon lesen. Das war übrig. Bitteschön, das sind jetzt 4 Mohun-Teile. Kennst du noch das Mohun-Lied von Vigal Boni? Sing's vor. Gimme Mohun. Nee. I love the Mohun to shoot. Gimme Mohun. I love the Hühner to shoot. Ja, nee, kenn ich nicht. Von nie gehört. Die Anime-Hits. Oh! Mit Detektiv Conan. Nur Fragen in meinem Kopf. Die kenne ich, die CD. Und Schritt für Schritt, Dragon Ball Z, Charla, Hedgehalla, du wirst unbesiegbar sein. Und du wirst und mach ich weiter. Du wirst unbesiegbar sein, der Beste sein. Wenn du halt singst, hört man dich nicht mehr. Digimon, eine Vision, der größte Träumer und deine Chance. Pokémon, wir sind Gewinner und das Pokémon-Thema. Dr. Slump, Mondgesicht, Megaherz und aus dem Weg. Dr. Slump lief mal, da kann ich mich erinnern. Ja, das lief auch mal. Ranma 1/2, genau wie du. Und mit der Sonne, das sind einfach die beiden Themes. Mhm. Jeanne, die Kamikaze-Diebin, sie ist nicht zu fassen. Wedding Peach, Liebe ist Kampf.
Und dann noch drei Tracks aus Doremi, nämlich Hier kommt die Magie, Wir sind wieder da und Wenn dich das Glück verlässt. Und dann gibt es noch, der allererste Track ist Anime at RTL 2, Eine neue Welt. Anime at RTL 2. Von 2002 ist diese CD. Oh, super cool. Wenn da jetzt noch so eine Dragon Ball CD ist, dann wird's spannend. Was hast du hingelegt? Ist sie weggeworfen? Tom, was denn? Die anderen CDs, wo sind sie? Ich will sie sehen. Hier, alles gut. Ja! Yes, das ist genau die von mir! Das ist genau die! Oh, ich hab's gewusst. Chala, hey Chala. Das ist genau die CD, die ich damals hatte. Ich musste es so wieder hier, da. Angriff beginnt, blauer Planet, das Geheimnis, die Ruhe vor dem Sturm, es liegt in deiner Hand, es wird Nacht, Vollmond, bist du bereit, Raditz vs. Piccolo, auf dünnem Eis, 7, müde und Chala, hey Chala, Original TV Intro. Awesome, Mann. Awesome! Ich will mal ins Booklet reingucken. Und dann Digimon ist da noch. Was für eine coole CD das ist. Ja, ich kenn die! Kennst du die nicht? Ich hatte das nicht. Boah, ich hatte die alle. Ich hatte nur eine Soundtrack-CD von, nicht Soundtrack-CD, aber Musik-CD. Ich will die anderen sehen. Ich will sehen, ob da Digimon noch weiß. Hier stehen die Texte. Ja, ich weiß! Da sind coole Bilder dabei von den Anime-Charakteren. Das ist das Coolste. Digimon! 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 Digimon? Alarm für Cobra 11 von dem Computer-Spiel. Digimon! 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 Alarm für Cobra 11. Crash-Time. Crash-Time plus so. Eine Demo von Sims 3 Erstelle 1.4. Crash-Time ist gar nicht so lange her. Digimon! Digi! Die hab ich noch zu Hause. Okay, die hatte ich nicht. Die hab ich noch zu Hause. Oder die, doch, die hatte ich vielleicht auch, ich kann mich nur nicht so gut dran erinnern, das kann auch sein. Das weiß ich, die hatte ich noch. Also die steht wirklich auch noch bei mir zu Hause. Ja. Die ganzen anderen Lieder, die man eigentlich nicht wirklich. Das ist wirklich Nostalgie Overlord. Sorry für die kurze Pause in der CD. Und nochmal Dragon Ball. Die kenne ich. Oh, kenne ich die? Volume 2. 13 brandneue Tracks zur TV-Serie. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich die kenne. Und die fängt an mit Du wirst unbesiegbar sein. Also werden sie die zu diesen neuen. Guck mal, auf dem Cover finde ich sehr lustig, wie ein Kamehameha macht, die im 7 Dragon Balls da reingehört. Stimmt! Was ist das denn? Ja, wussten nicht so genau, was damit los ist. Was ist das für ein Outfit, was von Gohan anhat? Ja, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, die könnte ich auch besessen haben. Da muss ich reinhören. Und dann kann ich es herausfinden. Cool, vielen Dank, ey. Super awesome. Also das war's mit dieser Fülle hier, ja. Er schreibt dazu, ich dachte mir, dass die CDs ganz lustig und eventuell ein bisschen nostalgisch wirken. Bei Alarm für Cobra 11 dachte ich mir, dass es vielleicht Material für eine One-Off wäre. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Cool. Da hat er recht. Das wäre in der Tat, also wenn es läuft. Und Mohun erwähne ich gar nicht erst. Und was? Und Mohun erwähne ich gar nicht erst. Ja, stimmt. Nummer 3. Wir gehen hier. Kurz gucken, ob ein Name auf dem Zettel dazu da steht. Das hält hier gerade ja. So noch. Nee. Also würde der nicht auf dem Zettel stehen? Hast du das nicht gedacht? Nee, auf welchem Zettel? Dass der auf dem Zettel also hier der Name die steht? Nummern und dann diese Beschreibung. Okay, okay. Und okay, versuch das am möglichst. Ist der nur hier. Versuch, dass das nicht komplett auseinanderfleddert. Sonst ist es jeder Name zu sauber mehr. Das sind auch einfach Servietten, glaube ich, oder? Ja, sind C-Wars, Küchentücher. Okay. Die Dark Souls Limited Edition für Xbox 360. Ich habe genau die für PS3. Ja, ich habe die Limited Edition noch nicht. In dem Regal. Ja, nehme ich. Die habe ich nämlich noch nicht. Ist hier noch. Ist wahrscheinlich genau. Ja, hast du auch dieses kleine Buch. Oh, cool, das Artbook. Naja, also Artbook lit. Und hier ist der Soundtrack nochmal mit drin. Okay. Können wir mal einfach eine Seite aufschlagen. Hier. Solche Sachen sind dann damit dabei. Nicht so wirklich gut. Ich muss mal kurz ein bisschen das ISO-Wert einhöher stellen, damit man solche Sachen sieht. Oder so. Ja. Sollte man das ein bisschen besser erkennen können. Ja, das sind Dark Souls Artworks. Genau. Also sowas hätte ich halt super gern in groß. Aber das hier ist so... Ist ja. Oh, ist okay. Also ist jetzt keine Kritik an dem Geschenk, sondern an dieser Box höchstens. Nächstes! Nächstes Geschenk. New Beginning spielt die Jahresedition. Hat er wirklich in seine Kiste geguckt? Weil er da rumliegt. Die Beschreibung kommt ja gleich. Ja. Bestes deutsches Spiel 2011 laut Computerspiel. Ja, weil er einfach immer der Delik gewählt wurde. Ja. Aber es ist deutlich, ich habe es auch auf Steam. Es ist ein gutes Spiel. Die Avenger Collection? Ja, davon habe ich auch eine. Da ist, ich habe eine, wo The Longest Journey, Dreamfall und noch irgendwas drin ist. Hier ist Sherlock Holmes, Tales
auf Monkey Island und Full Pipe. Full Pipe, noch nie gehört. Aber von diesen Collections, genau, gibt's mehrere. Ja. Aber das ist konkret eine Dedelic Adventure Collection. Oh, das habe ich sogar selbst. War of the Ring. Oh, was war das? Das ist ein Herr der Ring-Spiel ohne die TV-Lizenz. Ja, richtig. Auch ein Echtzeitstrategiespiel, oder? Genau, und sieht aus und spielt sich auch ein bisschen wie Warcraft 3. Kam das nicht auch relativ zeitnah zu Schlacht um Mittelerde? Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass das ein Ding war, was ich komplett ignoriert habe, weil ich es halt, ich glaube, weil ich einfach Schlacht um Mittelerde hatte und mir dachte, brauche ich nicht. Herr der Ringe Rückkehr des PC. Okay. Da haben wir ja mal die Xbox-Version von genau. gespielt. Ich glaube, die PC-Version hatte keinen Koop. Das ist ja besonders cool. Das kann ich auch total irren. Ich sehe hier gerade nichts von wegen Spielerzahlen. Ja, also mit Vorsicht genießen das Statement. Das hier ist noch verpackt. Pole Position. Oh! Der Rennsportmanager 2012. Hallo! Mit einem Preistag von 10 Cent. Was soll das denn jetzt? Wieder so dieser Diss, der sogar in der Packung inbegriffen ist. In Pole Position 2012 übernehmen Sie die volle Kontrolle eines Rennstalls der Königsklasse des Motorsports. Sie sind verantwortlich für den Einkauf von Ersatzteilen, die Abstimmung der Rennfahrzeuge und den Ausbau des Teamgeländes. Zusätzlich sollten Sie die Trainingseinheiten Ihrer Fahrer mit dem richtigen Feingefühl festlegen. Ja, man merkt, Geld für die Formel 1-Lizenz war leider nicht da. Und letztes, Beat Hazard Ultra Oha. Edition. Ja, das ist auch so ein Ding, was jeder mal in einem Steam-Sale gekauft hat, genau. Und noch verpackt. Und noch verpackt. Wie ist es, dass es davon überhaupt eine verpackte Edition gibt? Dann die Beschreibung kurz, Moment. Nummer 3. Hier habe ich einfach random ein paar Spiele eingepackt. Dark Souls habt ihr zwar natürlich schon, aber vielleicht habt ihr das kleine, aber feine Artbook mit Soundtrack und Behind-the-Scenes-CD noch nicht. Stimmt, Behind-the-Scenes waren auch dabei. Hm. Welches in dieser Edition enthalten ist. Ist auch ganz interessant, sich das anzuschauen. Das habe ich noch nicht gesehen, das gucke ich mir an. So, dann bevor wir zu dem großen Paket kommen, hier ist noch ein unbenanntes. Ich glaube, er hat nur bei. Das ist eingepackt in ein Anime-Poster. Ich glaube, er hat nur bei Mats draufgeschrieben, damit wir halt wissen, was für. Weil er ja weiß, dass er nicht immer da ist. Weißt du? Das wäre smart. Mhm. Das kann man doch reißen. Ich will das Anime-Poster. Das ist jetzt ein bisschen. Egal. Hier sind nochmal Spiele drin. Oder Film. Solange die Brüste noch sieht, ist das alles gut. Oh, Ponyo. Guter Film. Ponyo ist drollig. Wird bleibt meine gesumten. Hat er thematisch jetzt Anime-Filme in einen Anime-Club sein? Ja, sieht so aus. Dragon Ball Z DVD Collection. Wow. Die Hülle ist. Das werden die Filme sein, oder? Das weiß ich nicht. Nee, Folge 25, 26, 27 und 28. Danke, das sind meine Lieblingsfolgen. Wieso haben wir der Kampf gegen Nappa? Super. Oh Gott. Jetzt kommt Folge 22. Ja. Oh Gott. Das ist die erste Staffel, wa? Die schön geschnittene deutsche Fassung von Dragon Ball Z. Aber so schön geschnitten war die noch gar nicht, oder? Ja, schon ordentlich. Ja, okay. Und dann ist da noch eine Sache bei. Und zwar das Königreich der Katzen. Ah, das ist ein Ghibli-Film, den ich nie gesehen habe. Echt? Mhm. Ist doch ein Ghibli, oder? Ich meine schon. Also hier, ja, Studio Ghibli. Ja. Das ist sehr gut, habe ich nie gesehen. Ja, dann kannst du das jetzt mal nachholen. Will ich eigentlich auf Blu-ray gucken. Für die, die ihn nicht kennen, die 17-jährige Schülerin Haru kommt mit dem hektischen Alltag des als Teenager im heutigen Japan nur schlecht zurecht. Also kommt sie zu spät zur Schule und wird dafür von ihren Klassenkameraden verspottet. Eines Tages rettet Haru einem Kater, der fast von einem Laster überfahren wird, das Leben. Doch der Kater ist kein gewöhnliches Tier, sondern der Prinz des Katzenkönigreiches. Okay, das scheint den ganzen Plot zu schreiben. Ja, recht. Und Dragon Ball DVDs. Ja, die kannst du mitnehmen, Tom. Ist das jetzt wirklich die erste Staffel, wenn man die. Ja. Das sind. Nee. Also die ersten Folgen fehlen. Und es gibt bis Folge 28. Von Folge 5 bis 28 sind das die DVDs. Cool. That's random. Ja, hier fehlt auch die 1. Gab es dazu eine Beschreibung?
buntes Päckchen. Die Dragon Ball DVDs habe ich inzwischen doppelt und dachte mir, ich könnte euch eine kleine Freude mal damit machen. Die Ghibli-Filme habe ich inzwischen auf Blu-ray und ich hoffe, irgendjemand von euch hat die beiden Filme noch nicht gesehen, damit er sie jetzt nachholen kann. Achso, zur Rolle hat er übrigens auch noch was geschrieben, mit den Postern. Mhm. Ich habe mir diese Poster mal bei QWERTY bestellt, aber meine Wand ist einfach voll und ich finde die auch eigentlich zu schön, um da Nägel reinzuhauen. Vielleicht machen die sich ja in eurem Büro, bei euch zu Hause oder von mir aus auch auf eurem Klo ganz nett. Ja, sind sehr cool, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Jetzt ist hier noch das hier drin. Das sieht auch extrem aus. Indiana Jones Poster eingewickelt. Ja. Er scheint wirklich viele Poster zu besitzen. Oh, warte mal. Hier sind noch zwei lose DVDs. Und zwar Wintersports 2008. Weird. Und Harry Potter und der Stein der Weisen. Das haben wir noch nicht, oder? Nee. Hatten wir die PC-Version von Kampf des Schreckens? Noch nicht gespielt. Nee, wir hatten die PC-Version nicht. Wir hatten noch gar keine PC-Version. Und das ist ganz gut, weil die PC-Version war nochmal so nochmal grundsätzlich anders. Die wollte ich euch mal zeigen. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. So, und dann jetzt die Mystery. Die Extreme, das Extreme-Paket. What? Das ist Dragon Ball Shark. Das ist du. Fuck, mein Leben. Das ist einfach Dragon Ball Shark. Robin? Warum gibt es den Dragon Ball Shark? Das ist einfach ein Loch. Was ist. Das war's. Mehr ist da nicht drin. Das ist ein Mauspad. Mehr ist da nicht drin. Das komplette Schach. Das ist Dragon Ball Shark. What the fuck? Wie cool ist das? Guck mal, die Figuren. Freezer. Das, da muss ich ein bisschen fein justieren hier, ey. Sorry, falls das sehr anstrengend anzugucken ist. Cell ist ein bisschen weird bemalt, muss ich zugeben. Erkennt man nur so halb wieder. Wow. Oh Gott, diese Gesichter von so Goku. Ja, oh Gott. Warte mal, ich gehe mal so nah dran, wie es geht. Oh, da komme ich. Nee, da kriege ich keinen Zoom. Ja, du kannst nicht ganz nah. Das ist so nah, wie es geht. Kill me. Naja, das sind ja noch. Oh Gott, der Shield. Bauern, die opferst du ja gegen. Diesen Shield, das von Goku. Von Hand gemalt, ganz offensichtlich. Wow, holy shit. Ein gigantisches Schachbrett. Kann ich endlich Schach lernen, Tom? Stell dir mal vor, du bist auf so einer Schachweltmeisterschaft, so einer der richtigen Schachweltmeisterschaft und dann kommst du einfach damit an. So, wir spielen hier aber auf meinem Brett, ne? Wer ist denn jetzt überhaupt König und Königin da? Gute Frage. Also das hier sieht ja aus, guck mal, das hier sind bei den Bösen. Ich weiß gar nicht, wer die Frau ist. Ich auch nicht. Aber Bu scheint ja der König zu sein. Und bei den Guten ist C17 Königin. Königin? Naja, ist schon Goku der König? Meinetwegen. Das ist auch nicht Chi-Chi oder Bulma? Das ist irgendwie die Schlangenkönigin oder sowas aus der Hölle. Irgendwie sowas war das. Bin mir nicht ganz sicher. Ist das Trunks auf dem Drachen? Ja, diesen Drachen kenne ich aber auch irgendwo her. Irgendwann sieht man den. Ganz schön weird. Okay. Das ist mal wirklich was Kurioses. Dann das ist wirklich kurios. Anscheinend war auch Bachmann mal, ist auch großer Dragon Ball Fan, würde ich behaupten. Ich mag das Cover sehr gern. Ja, das ist cool. Von dem Ding her. So, dazu will ich jetzt auch noch wissen. Achso, erstmal zu den einzelnen Spielen steht hier sogar noch. Harry Potter habe ich vergessen einzupacken und wusste nicht, ob Robin dieses schon hat. Und RTL Wintersport hat er ebenfalls vergessen einzupacken. Macht bestimmt Spaß. Immer ist es ein offizielles Spiel von RTL. Irgendwie kommt es mir so vor, als hätten wir dieses Spiel schon. Nee, wir haben ein Skispringen-RTL-Spiel. Von RTL, ja. Ja. Es gab aber kurz einen Cut, wer in der Vorlesung hat. Sorry dafür. Okay. Großes Paket. Falls ihr euch gefragt habt, warum ich einen Indiana Jones-Poster zum Einpacken genommen habe. Mein Vater hat es gerissen gekriegt, während es an meiner Wand hing. Inzwischen hängt dasselbe wieder an meiner Wand. Zu dem Schach an sich sage ich einfach mal nichts. Weird, ey. Ja, ein super cooles, kurioses Paket. Ja, wirklich. Was du da zusammengezimmert hast. Jetzt bin ich sehr gespannt, was bei Mats noch drin steckt. Oh ja, ich schneide jetzt Time for 3 und höre mir währenddessen ein bisschen Dragon Ball an. Also das war ein Paket von der Bachmann. Danke, Bachmann. Vielen lieben Dank. Danke. Ich spiele jetzt eine Runde Schach. Sorry, falls das Gesumme zu viel war, aber ich mache das noch nicht so lang. Ja. Tschüss. Tom. Wink mal, sag mal kurz tschüss schnell. Tom, sag mal. Warte, ich hab dich gleich hier. Halt mal. Sag mal, winkst du mal kurz? Tom, wink mal. Tschüss. Ich glaube, ich habe nicht aufgenommen.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, von wem genau das ist. Weil stand das hier noch drauf? Für Mats ist das. Für Mats. Ja, für Mats. Aber von wem? Ist nicht der von Nemos auch Teil des gleichen Videos? Nein, das war noch schon im letzten. Oh, ich frag das jetzt mal. Ich mach das mal. Ich mach jetzt einfach weiter. Ich bin ja hier. Falls du es nicht herausfindest, blenden wir es ein. Lieber unbekannter Spender. Ja, bedankt haben wir uns ja schon im letzten Video ausführlich, aber die sind noch übrig geblieben. Und das kann ja nicht sein, dass da was übrig bleibt. Was guckst du so? WrestleMania! Oh, geil! Was ist denn das? 16? XX26 ist das sogar, oder? Ja, es war 26. WrestleMania 26. Ach du lieber Gott! Ich bin letztens, ohne Witz, war ich in einem Fachmarkt für elektronische Gegenstände meiner Wahl. Und die haben tatsächlich Regale, wo alles voller Wrestling ist. Und da habe ich mal so ein bisschen durchgeguckt und dachte, wer kauft sich denn sowas? Und dann dachte, eigentlich würde ich mir auch gerne was kaufen. Aber dann hatte ich Angst, dass ich aus dem Laden getragen werde. Kann man jemand den Mats Becker vs. Superman Ultimate Edition das kaufen? Das ist ja, nee, das lässt man, da ist noch was drin. Ich habe da ein bisschen, das ist ziemlich großartig. Wir müssen rausfinden, von wem das ist, dass ich da persönlich vorbeifahren kann und... man muss sich mal angucken, wie Batista, ja, also jetzt Guardians of the Galaxy, wie der damals aussah. Anders. Also mit Bart. In dem vom September scheint es nicht zu sein. Ah, oh, das ist ja toll. Aber wir wissen, also es kann sein, dass eins noch in dieser Folge war, aber auf jeden Fall das hier war in der letzten. So, Wochenende ist auch gerettet. Okay, habe ich nicht gefunden. Ratsherren kommen diese Woche nicht, weil das sind 8 Stunden und 7 Minuten. Die müssen jetzt erstmal ausführen. Das sind dann Highlights von früher. Nein, das ist WrestleMania. Das ist die eine konkrete Veranstaltung. Genau, es ist ja WrestleMania und da gibt es halt die gesamten Match. Oh, Triple H versus Sheamus. Da sind die großen. Oder ist WrestleMania nicht nur so einmal mehr der Super Bowl von Wrestling? Ja, der Super Bowl der Welt. Das hat ja tatsächlich mehr Zuschauer als Super Bowl. Das glaube ich nämlich. Das heißt, Super Bowl ist das WrestleMania. Ja, das ist ja 100%. Guck mal nach. Guck mal nach, WrestleMania ist die große Sports-Entertainment-Veranstaltung der Welt. Des Universums, möchte ich sogar behaupten. Wenn ich noch irgendwo... So, da ist doch noch was drin, oder? Ja, da ist auch noch was drin. How many... Oh Gott, das geht noch weiter. WrestleMania. Noch mehr WrestleMania 23 auch eine gute... Ich finde es ganz interessant, dass sie hier 23 geschrieben haben, wer sie hier dann die römischen Zeichen gemacht haben. Das ist, ja, das ist cooler. Bedeutsamer, ja. Auch cool... Da sage ich aber schon weniger begeistert. Nee, bei 23, was ich, also das Ding ist, hier ist Donald Trump drauf. Das war die Fehde Donald Trump gegen Vince McMahon. What? Und es war, das ist nicht das Match, da war, wer war denn das? Stone hat denn Donald Trump Ach mit? Doch, tatsächlich, da war, hat nämlich Vince McMahon verloren und Donald, also die haben um die Haare gewettet und Vince McMahon hat verloren und deswegen durfte ihn Donald Trump dann den Kopf rasieren. Ich finde, das ist eine Foreshadowing. Sehr historisch. Ich wollte einmal kurz erwähnen, WrestleMania 31. Ja, wurde von 1,3 Millionen Leuten weltweit geguckt und Super Bowl von 111 Millionen. Also war knapp. Ich glaube, du hast Milliarden Nein. Millionen ausgetauscht. Vielleicht hat es auch mit Sports Entertainment zu tun. 1,3 Millionen ist aber ganz, ganz gut. Also hier steht 31, Divi ist extra ganz aus Watch bei more than 1,3 Millionen. Ja, aber guck mal nach 20 oder sowas. Weil die sind ja in den letzten Jahren gehen die runter. Aber die 20 sind so von 100 auf 1. Guck mal nach 22, weil das war auch ein sehr, sehr gutes Jahr. Okay, also ich habe jetzt 22, 23, 26. Das ist aber die edelste Packung, muss man sagen. Das ist die edelste Packung. Sieht classy aus. Oh, Mark Henry ist dabei, okay, der Undertaker. Da hat sich's mit dem classy ganz schnell wieder. Triple H hatte noch seine Haare. John Cena kann man immer noch nicht sehen. Ist das Randy Orton? Randy Orton hatte noch Haare. Das waren goldene Zeiten. Ist das ein Wrestle-Trend, dass man seine Haare verliert? Offensichtlich. Ja, irgendwann werden sie halt weniger. Kurt Angle war noch dabei. Na, Wahnsinn. Der Kurt Engel war dabei. Der Kurt, achso, man der kann sie übrigens auch rausziehen, habe ich gerade gemerkt. Ja, das ist ziemlich großartig. Ich muss wirklich mal rausfinden, von wem das ist. Und dann gibt es da nochmal ein Dankeschreiben. Falls wir das jetzt nicht sofort rausfinden, finden wir es hier nach raus. Wer es war. Ja, das war sehr gut, ja. Hervorragend, Dankeschön. Da freue ich mich schon mal sehr. Soll ich das andere auch gleich auspacken? Oder macht erstmal. Ja, macht doch das andere direkt mit. Geil. Ach, also sind 16, ich meine, ist 24 Stunden WrestleMania. WrestleMania ist doch auch Pay-Per-View, oder? Ja, sicher. Dann kann das ja gar nicht in die... Im gleichen
in die gleichen Atmosphären wie der Super Bowl kommen. Vielleicht waren es auch irgendwie mehr Leute vor Ort oder sowas, weil die machen die Stadien ja voll. Das kann halt auch sein. Glaube ich. War ich auch schwer zu glauben. Ich möchte aber mal behaupten, dass beim Super Bowl deutlich weniger Leuten der Kopf rasiert wird. Ja, definitiv. Also schon mehr Leute verlieren ihren Kopf wegen von Gehirnerschütterung her. Wo überall trotzdem John Cena drauf ist und er sieht immer gleich aus, wenn man ihn dann sieht. Gleich cool. Boah, ist das scheiße, dass der Donald Trump auf der Kamera ist. Im Haare gegen Haare Match. Ich glaube, bei dem anderen Paket hier kannst du schon schätzen, was drin ist, ohne es. Ich habe gestern ein Video gesehen von 2004, wo Xbox ein Werbevideo mit Donald Trump gemacht hat, wo die drei Chefleute von Xbox und drei Schauspieler, die Chefs von Sony, von PlayStation dargestellt haben, die bei Apprentice Donald Trump gegenüber Donald Trump denen erklärt, wieso Xbox Live besser ist als der Müll, den PlayStation macht. Das ist mir unangenehm, weil die haben einfach zwei Asiaten genommen, das heißt, wie Ken Kutanagi und wie noch jemand gespielt haben. Genehmer Tipp gewesen. Wenn man seine Geschenke auspackt und sowas kommt als allererstes. Aber ich meine, das ist so ein Kuli. Weißt du? Was? Ja, so zu Zuckerstange, würde ich sagen. Genau, eine Zuckerkohle. Das ist mal Deutsch. Kane, wir sind hier in Deutschland. Nein, ich meine, cool, das ist voll der Bild. Das ist ja die großartigste Gießkanne, die ich jemals gesehen habe. Okay, dass es eine Gießkanne ist, hatte ich auch schon erfüllt, ja. Aber nicht so eine. Das ist ja mörderhässig. Das ist doch mega cool. Der kommt auf die Idee, ein Chamäleon zu machen, das ist ja im Stock. Wobei ich mal... Der ist mal übel auf den Kopf gefallen, der ist nämlich platt. Ich möchte auch kritisieren, dass das Wasser nicht aus seinem Mund kommt, sondern aus dem Stock. Warum kommt es aus dem Stock? Ne, vielleicht hat er ja so einen Raucher noch im Hals und das geht dann von hier in den Stock. Das ist Blödsinn, Robin. Das ist ihm unangenehm. Die haben sich doch nicht mal Mühe gegeben, das Ding vernünftig zu bemalen. Das ist keine asiatische Kinderarbeit hier. Nee, dann wird das weg. Was ist das denn? Also ich sag mal trotzdem danke, das aber... Das ist eine Gießkanne. Stand da nix. Da steht doch was auf diesem Zettel, der da drauf ist. Den weggeworfen hast du. Ist da noch was drin? Da ist noch was drin. Oh, Oh! Ach, von ihm ist das! Ja! Okay. Und noch. Und 3 Est! Yay! 3 Est! Nur Est! Da haben wir 3 davon bekommen. Das ist ja großartig. Das ist cool, das macht die Gießkanne fast wieder ein bisschen wett. Bei der Radzeit hattest du ja mal erwähnt, dass ihr ein paar Pflanzen auf dem Balkon oder Fenster drin habt. Ich dachte mir, da kann das ja ganz nützlich sein. Bitte zusammen mit Mats auspacken. Ja, hervorragend. Dankeschön. Yay. Das ist super. Was stellt den Namen aus? Ein paar Deko-Elemente. Da steht leider kein Name drauf, ne? Nee. Ich bin schon für den Part. Ja, dann nimm dir doch einfach Zeit, lass dir jetzt keinen Druck. Wir haben hier noch genug zum Auspacken. Das ist immerhin Plastik, das heißt, das kann auch mal runterfallen. Und geht nicht kaputt. Schade. Das ist schön. Nee, das ist, das ist auch eher. Aber das hatte doch irgendeinen Zusammenhang. Ja, ich habe erzählt, wir haben Blumen. Und dann hat jemand gedacht, dann kann man ihm ja eine Dings hier schenken. Okay, dann war der Zusammenhang doch recht simpel. Ja, ich glaube ja. Aber okay, gut. Kannst deine Vögelchen gießen. Eher Ehrenplatz. Kann ich Robin mitgießen, dann kriegst du dann mal. Nein, so, jetzt dieses kleine Teil. Das da? Oh, ich finde den Namen gerade nicht mit. Ich editiere, ich gucke gleich nach dem Video, dann sage ich das, dann können wir das da rein schreiben. Also das, wie gesagt, da dachte ich schon, das ist eine Druckerpatrone, als ich das zum ersten Mal bekommen habe. Dann habe ich gesehen, was drin ist und dachte mir, okay, vielleicht hat das was mit Radzellen zu tun. Ich hoffe, es hat irgendwas mit Radzellen zu tun. Ja, ich hoffe auch. Also wir müssen das in die Kamera machen. Ja, warte mal, ich möchte nur mal vorlesen, dann können wir ja sehen, ob die Leute schon mal... Oh! What? Also es kommt vom Erotik-Discount Deutschland. 24. Also sowas gibt der Erotik-Discount 24. Oh, ich war gerade bei Auto 24. Um die Uhr für Sie da. Ja. Das ist ein Knebel. Nein, ich werde ihn nicht anziehen jetzt. Ein Ballknebel. Nein, lieber Mats, werde ich nicht. Aber es ist doch Red Knebel, der ist da. Red Rose. Red Knebel, der ist ja. Die RTL 2 Version ist Red Nose Days. Von Emma. Ist da kein Nachricht von Emma? Nee. Oder von dem Emma, es ist ein ER, MR. Dann vielleicht ER. MR, ja. Oder ist das ein Nachname? Na, weiß ich es nicht. Ja, ich glaube, das wird ein Nachname gesagt. Muss einmal piepen. Wieso? Naja. Weißt du nicht vielleicht, dass da aber auch so, wenn wir jetzt den anderen Namen sagen, kann man nicht. Stimmt, das könnte ich. Ja, siehst du. Ja, ich glaube, es ist der Vorname. Aber warum sollte man. Klingt wie ein Vorname. Er hat einen Nachnamen, der klingt wie ein Vorname auch. Er hat aber auch einen Nachnamen, der klingt wie ein Vorname. Richtig. Und ja, das hat man schon gesagt. Ja. So, bevor du das machst, muss ich mal ganz kurz die Aufnahme neu starten.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Gebrauch von Erotikspielzeugen bei unsachgemäßer Handhabung zur Verletzung führen kann. Jetzt machst du das. Ja, komm, mach das. Das ist aber halt wirklich ein harter Plastikball. Ich dachte immer... Also komm, immer, gib mir ein Thumbnail mal. Immer, wenn man... Komm, ich soll dich jetzt anziehen, oder was? So geht das, glaube ich. Das hat, das hat aber auch viel Schönes. Ah! Ich kann das gar nicht machen. Das ist mir zu unangenehm. Allein der Gedanke, wie das vorne auf ist. Vor allem, ich denke auch gerade, das wird ja im Internet landen, so ja, wie ich euch kenne. Ich mach's für euch. Ich mach's wirklich nur für euch, nicht für mich. Ist das so? Nee, so. Oder so? Ist das. Okay. Ja, okay. Sieh das Ding an. Das ist für uns alles schwierig, Mats. Das ist auch sicherlich eher für dich gedacht. Ja, was soll das denn heißen? Submissive Bitch bist du. Haben wir da über irgendwas geredet? Also über Bälle im Mund beim Sex bisher. Macht man das auf die? Also beißt man da rein? Jetzt mach halt. Ach, hey, hu! Ach, hau, hu, machen! Ich kann mal Schuh machen, du musst mal was Schuh machen. Okay. Oh, das wäre jetzt unangenehm. Ich kann mal was Schuh machen? Aua! Oh, das wäre jetzt unangenehm. Aua. Oh, jetzt lass uns zu großen Kopfmatz. Oh, das ist ein Genuss. Oh, Meier. Warum? Ich glaube, ein... Herr Mann, das ist so der Abdöne, was? Ich so, glaube, weißt du, wir haben Hoch gegründet, um diesem anspruchslosen Scheiß-Content auf YouTube herzustellen. Das ist überhaupt nicht sicher. Ja, ich könnte es noch strammer machen. Oh Mann, jetzt sieht das ein bisschen wieder aus. Hier hast du, wenn es dir gefällt. Ach, das ist immer Mundwinkel. Mann, du solltest gefickt werden, nicht sprechen. Das funktioniert nicht, wenn du sprechen möchtest. Das funktioniert nur, wenn du jetzt Sex hast. Hier, wenn du auf den Geschmack kommst, hast du hier einen Gutscheincode. Für... 24, aber ich weiß nicht. Nimm mit nach Hause, jetzt kannst du auch selbst brauchen. Ich finde, jetzt können wir den teurer verkaufen. Ein paar sehr wenige Leute haben wir gerade sehr glücklich gemacht. Ach, ein Gutscheincode. Mich nicht, ich bin sehr unglücklich gerade, weil das ist ein Bild, das ich nicht sehen wollte. Und auch du bereust das jetzt schon, das gemacht zu haben, ne? Ja. Ja. Ich verpixel einfach Mats Gesicht. Ja. Geil, mach das. In der Sekunde mal das aus. Ich möchte, dass ihr meinen Nachnamen pixelt. Oder meinen Vornamen. Warum ist so drau, eine schwarze Linie auf die Augen? Oder auf das Grundstück? So. Und ja, ist dieser Brief separat? Der ist separat, der gehört nicht dazu. Ja, von dem war, also danke an dessen Name da gleich. Jetzt, Mats, ist doch noch gar nicht dran. Ich habe gerade wahrscheinlich mein Leben um mehrere Jahre verkürzt. Oh, ja, also meins auf jeden Fall, es gibt so krasse Albträume. Oder Träume. Oder feuchte. Nee, Albträume. Feuchte Albträume. Gibt's das? Feuchte Albträume? Wenn man Albträume hat, aber das ist zufällig auch ein Fetisch. Feuchte Albträume? Ja. Feuchte du Träume mit deiner Albträume. Gummimatratze. Was? Hä? Meiner Gummimatratze? Was ist dies? Na! What the fuck? Was? Denis. Das ist ein Booklet zu The Neon Demon. Nein, das ist ein Poster. Das ist sehr spät. Oh ja. Das kann sich. Robin ist ein sehr großer Fan von The Neon Demon. Und vom Poster, die geknickt sind, oder? Hey, häng's andersrum, das ist ein Zelda-Poster. So, schön. Neue Rated Mature, die neue für Erwachsene. Jetzt ist es Novi. Nön. Oh, was. Davon sehe ich gerade ganz viel, weil das wieder auf Net, auf Twitter, dass jetzt gerade die Blu-ray rausgekommen ist und so. Kojima ist ein großer Fan. So, super. Er hat noch ein paar Reviews hier beigefügt. Sie hat er abgedruckt. The Telegraph. When the film reaches its logical endpoint, Refn just keeps pushing and eventually lands on a sequence so jaw-dropping that all you can do is howl or cheer. 100. Screen Crush. Set to an electrifying score by frequent Refn collaborator Cliff Martinez, The Neon Demon is as deceptive as shattered glass.
With a brilliant beauty so mesmerizing that you don't notice its murderously sharp edges until you're bleeding all over the floor. Ich hasse dieses Review genauso wie den Film. AV Club, style doesn't triumph over substance in the Neon Demon, it devours it. Was heißt das? Ihr guckt euch irgendeinen Podcast. Guckt mal bei nach The Neon Demon bei uns in der YouTube-Videos. Da habe ich ein paar Dinge dazu gesagt. Von wem kommt denn das jetzt? Steht das dann nicht dabei? Von Thomas. Also ich habe es dir nicht geschickt. Nee, nachher schon auch dabei. Anderer Thomas. Das ist bisher der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. WrestleMania hat outsold das Super Bowl in outsold. A total number of 7 times. Basically, each time WrestleMania was held in a Super Bowl Stadium. Okay, also dann meinen die Leute, das meinte ich. Okay. Davon hatte ich noch. Ist mir nur gerade eingefallen. Wunderlich, dass das Super Bowl Stadium nicht ausverkauft ist, wenn es Super Bowl oder ist. Ich wollte dich nur retten gerade von dem, vom Neon. Was hast du gemerkt? Oder? Also das war wirklich der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Item Get. Vielen Dank erneut für die ganzen tollen Geschenke, die ihr uns dazu gesendet habt. Ihr fragt euch bestimmt, warum das hier so ein plötzliches Ende hat. Das hat auch einen Grund, denn zu dieser Aufnahme gehört eigentlich noch mehr, aber das haben wir in eine weitere Folge Item Get geschnitten, weil wir da nämlich eine Chips-Folge draus machen konnten, denn das hat thematisch alles zusammengepasst und wenn man die Möglichkeit hat, eine Chips-Folge zu machen, sollte man dies auch tun.